Wir alle kennen dieses Problem. Eigentlich wollen wir Hausaufgaben machen oder irgendetwas erledigen, aber irgendwie landen wir doch immer wieder im Internet, surfen auf Plattformen wie Facebook und Twitter umher und ehe wir es bemerken, ist es auch schon wieder zu spät, um mit der eigentlichen Aufgabe anzufangen. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, gibt es eine kostenlose App für den Mac, die solche Ablenkungswebsites sperrt. Und diese Sperre kann nicht etwa durch Beenden der App aufgehoben werden. Die Bedienung von Self-Control ist denkbar einfach. Man erstellt eine Black- oder Whitelist, also eine Liste der Websites, die entweder blockiert oder eben nicht blockiert werden sollen, und legt sich dann auf einen Zeitraum fest, in welchem diese Seiten nicht erreichbar sein sollen. Anschließend betätigt man den Start-Button und nun erscheint ein kleiner Countdown, der dem Anwender immer vor Augen führt, wie lange er noch produktiv sein sollte bzw. wie lange diese Seiten nicht verfügbar sind. Die App sticht vor allem durch eine Sache heraus. Sie hat kaum Funktionen. Der Anwender ist also nicht durch die Applikation abgelenkt und kann dennoch alle notwendigen Einstellungen vornehmen. Einfacher geht es kaum. Wurde der Timer erst einmal gestartet, hat der Anwender auch keine Möglichkeit mehr, diesen zu ändern. Lediglich neue Websites können zu den erstellten Listen hinzugefügt werden. Demnach eignet sich Self-Control für alle, die Schwierigkeiten haben, diszipliniert an einer Sache zu arbeiten und die sich dann auch nicht von anderen Quellen ablenken lassen. Als kostenloses Tool ist Self-Control sehr effektiv, da auch ein Neustart des Computers oder das Löschen der Applikation nicht den gewünschten Erfolg mit sich bringt. Die App wird die eingegebenen Websites bis zum Ende der eingestellten Zeit sperren, ob der Nutzer dies nun will oder nicht.